So, einen schönen guten Abend zurück in unserem FSK 18 Stream heute. Noch alle da? Hallo. Ach so, das kommt ja verzögert. Ah. Das kommt ja mit Lage Ladehemmung. Dum 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 da wieder. Hört man mich? Die berühmte Frage. Neben rechts und links. Oh Menno, was? Für 16? Was für 16? Was ist jetzt für 16? Oskar, sprich in ganzen Sätzen mit mir. Dann willkommen zurück, Crystal. Hast du mich schon vermisst? Ja, ne? In den letzten 30 Sekunden. FSK 16, wir haben aber immer noch FSK 18 da drin stehen. Ja. Hab gerade noch mal geguckt. So. Aber Crystal, jetzt steht nichts mehr, ne? Gott. Super. Ist alles butterweich. Na, ob das immer so gut ist, ich weiß ja nicht. Guck mal, da lacht er wieder. Wisst ihr? Ja. Butterweich. Ah, da müssen wir hin. Guck mal. Ich brauche ein Ziel. Ja. Ich habe kein Ziel. Ja, aber mit Butterweich kannst du ja auch nichts anfangen, ne? Davon ab. Benötigt den Schlüssel. Wo ist denn der Spaten mit dem Schlüssel? Wo ist der Schlüsselmeister? Da. Ah, da rennt man so anders Spaten rum. Okay, das lassen wir mal so stehen. Oder Hagno, möchtest du das kommentieren?
Im Netz? Was? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind gerade von dem einen Thema zu einem anderen gewechselt. Ja. Also Crystal, ich wollte jetzt nicht wissen, wie der Stuhlgang heute Morgen war. Ich glaube, wir vergraulen die Leute mal gleich mit unserer. Ja, ja, sowieso. Der eine wird wahrscheinlich lachend auch vom Sofa gerade kullern. Und der andere kriegt sich hinter dir nicht mehr ein, da. Seid gegrüßt. Das Licht segne euch. Oh. Mal ein bisschen Spaß muss sein. Sonst kommen wir auch zum Lachen in den Keller. Oder? Er darf heute. Oh! Bleib sauber! Darf er, ja? Hast du ihm das genehmigt, so schriftlich, so mit fünffacher Ausführung? Ist doch schon mal was, wenn er vorne liegen darf. Schön, euch zu sehen. Wegen Valentinstag, oh, ist das süß. Mögen eure Reisen sicher sein. Was kann ich für euch tun? Ja, einmal im Jahr kann man auch eine Ausnahme machen, ne? Ja. Mögen eure Reisen. Schön. Brauchst du ihm ja heute nichts mehr schenken, wa? Er hat sein Geschenk ja schon gekriegt, wenn er heute mal vorne schlafen darf. Ne? Musst du sagen, Schatz, erst nächstes Jahr wieder. Aus meinem Keller Tageslicht. Was? Das habe ich dann aus meinem Keller Tageslicht sehen, Seife benutzen. Was? Irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlen ein paar Worte. Das habe ich dann aus meinem Keller Tageslicht sehen, Seife benutzen. Ich check den Satz nicht. Agno, übersetz mir das mal, was Oskar da meint. Ich check das nicht. Was kann nicht haben? Das kann ich dann aus meinem Keller Tageslicht sehen, Seife benutzen. Hört sich genauso komisch an. Wo ist denn hier? Ist der unten oben? Hallo? Wo bist denn du? Hier oben einer?
Hallo. Ah. Seid Hallo Gehilfe. Herzlich gegrüßt. Nehmt den Weg, den nur wenige gehen. Yeah. Außenposten von Goragas. Dann 10 freigesetzte Höllengeister vernichtet. Erinnert euch an die Lehren der Vergangenheit. Such die Gebetsperlen. Ich glaube, für die Gebetsperlen muss ich den Fifi da unten lang. Den Hund. Njak, njak, njak. Hallo. Des Lichts und bringt das Buch zu Vater. Man sieht sich. Zum Vater. Mama. Irgendwie Mama. So. Irgendwo hat der Köter hier einen Haufen gelassen. Der Gerbermeister ist hier auch schon ordentlich dabei. Mal kurz gucken. Da. Früher musstest du ewig lange hinterm Köter herrennen, bis er die Stelle gezeigt hat. Da, 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 da. Na, schon eingeschlafen alle? Das Ende der Legion rückt näher. Ja, ne? Verliert euren Glauben. Niemals. Du, 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 du. Häufchen, der Gerbermeister ist auch dabei, also Tana. Ja, ist doch so, der saß da und war sich einer am Brennen. Du bist hellwach? So, so. Oh, der Ton hört sich gerade komisch an. Wupp, 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 wupp. Ich glaube, ich muss mit der Kleinen mal zum Friseur. Die sieht irgendwie schrecklich aus. Dö, einmal rechts, einmal links. Und wieder rechts. Huch, das war die Wand. Guten Tag. Möge das Licht euch umarmen. Ja, macht es doch dauernd. Bing. Guck mal, hier, gleich. Ich kann gleich fliegen, nur noch der Balken. Ein Teilchen Mögen von eure Aro. Tage lang ja, mach mal. Mühen gering sein. Gehabt euch wohl. Ich tanze mal auf dem Tisch. Bei den Teichen von... Okay, den Spaten haben wir, glaube ich, auch schon mal. Für die Allianz. Machen wir. So, einmal links. Wie war das hier? Crystal? Niu! Da läuft Schurke. Hier, Fei... Ne, Pfeifei? War Pfeifei das? Soll ich dir mein Asthma-Spray leihen? Das liegt in der Küche. Lass mal den Hund mal eine Runde bölken. Sag mal, war hier nicht gerade irgendwo eine Quest? Ach, da. Grüße. Grüße. Ja. Mögen eure Reisen sicher sein. Die Quest machen wir, wenn wir fliegen können. Es geht schneller. So, wo muss ich denn hin? Einmal das. Zertrampelte Skelette reinigen. Geheimnisse. Jules gerecht.
Ich habe mir heute Morgen selber fast einen verpasst. Ich habe aus Versehen Deo-Spray eingeatmet. War super. Ganz toll. Ah, hau doch ab hier, Mann. Warte mal, sind das die Bestien? Ne. Wupp, 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 wupp. Einmal hier runter. Hier hängen doch bestimmt auch welche ab. Ja, da. Ja, ich fand das irgendwie witzig, bevor ich rausgegangen bin, so mal... Weißt du, wie das manchmal so ist, ne? Beeilst dich, sprühst du nochmal, so Schale und so, ne? Und ja, ich Pflaume dann natürlich einen tiefen Zug genommen und gleich bereut. Weil das bekommt mir ja gar nicht. Alter, wo kommt ihr denn? Zack. Und den auch gleich noch töten. Komm, fall um, fall um. Alter Schwede. So, haben wir alles mitgenommen. So, Skelette läutern. Ja, ja. Also manchmal erfreue ich mich an meiner eigenen Dummheit. Achso, ich kann noch gar nicht. Jetzt. Ja. So langsam raus, schlafen. Ja, dann schlaf mal gut. Und träum was Schönes, ne? Ne? Denk dran, mit dem Hintern an der Wand schlafen, ne? Oh, Oskar ist auch schon im Träumeland. Guck mal, die Männer machen wieder zuerst schlapp, wa? Das kann ja ein Gamescon-Ausflug werden dieses Jahr. Also, dann sitzen wir Weiber wahrscheinlich abends noch auf der Terrasse, gemütlich, und die Jungs sind alle am Ratzen. Tondi ist ja auch da. Ja, ja, typisch. Immer die Männer im Bett zuerst. Ey. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das ist erst richtig entspannt. Da haben wir endlich Ruhe, wa? Ah, das wird was werden. Ich sag's dir. Allein die Kombi... Oskar und Kinzi wird schon grandios. Ne? Da wird es ein Spruch den nächsten jagen. Und wir sind, glaube ich, abends froh, wenn dann mal Stille im Haus herrscht. So, eins noch. Eins noch. Dann bin ich fertig. Ist noch nicht bereit. Ist noch nicht bereit. Komm, gib mir das Weihwasser. Ja, hemmungslos lästern, ja? So, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zurück. Und lerne erstmal fliegen.
glaube, genug Kohle haben wir auch. Ja. Kriegen wir. Warum porte ich mich eigentlich nicht? Geht doch schneller. Meinst du? Ach, da muss ich wieder hin. Ja, ja, genau. Frauen lästern ja nicht, die stellen nur fest. Genau so ist es. So. Da lang. Da. Hier lang. Danke. Mann, die kriegt die Kurven heute aber auch nicht. Seid herzlich gegrüßt. Bam. Stufe 60. Lasst stets Barmherzigkeit walten. Och, habe ich noch eine Quest vergessen? Arkenon Poros. Gute Reise. Ja, ja, danke, danke, danke. Hab ich. So, jetzt können wir endlich fliegen lernen. Jawohl, ja. Brauche ich nicht immer auf den die Airline hier warten, die sowieso kreuz und quer fliegt. Hm? Sekunde, Crystal. So, bin ich wieder. Achso, ich wollte ja eigentlich erstmal fliegen lernen, ne? Seid grüßt. Naja, komm, die Langbarts nehmen wir noch mit. Das Licht segne euch. Nehmen wir die ganzen Quests noch eben mit, die ihr hier hat. Und dann räumen wir erstmal die Tasche auf, wa? Ich habe aber auch voll vergessen zu gucken, was ich nächste Woche spielen werde und welche Tage ich streame. Dienstag auf jeden Fall. Nö. Schön, euch zu sehen. Ja, schön auch dich zu sehen. Jawoll, ja. Okay, für die 225 habe ich nicht mehr genug. Die müssen wir dann beim nächsten Anlauf holen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir denn Schönes hier? Hose. Haben wir Account gebunden. Stab nehmen wir auch nicht. Kopf auch nicht. Die Brust nicht. Brust nicht. Doll. Nehmen wir auch nicht. Und Brust auch nicht. Ja, ich werde wohl... Oh, dafür habe ich noch nicht den Skill. Dafür auch nicht. Dafür auch nicht. Dafür nicht. Dafür nicht. Dafür auch nicht. Dafür auch nicht. Was brauche ich da? 225. Wo muss ich mir wohl noch ein paar Mal stärker auf den Arm machen? So.
So. Wobei, wir können ja mal in die City gehen und mal gucken, was dieser Staub kostet. So. Was geht euch durch den Kopf? Was geht? Bleibt auf dem Boden. So. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Na? Müssen wir halt mal schauen. Mal schauen, vielleicht machen wir Freitag wieder einen, muss mal schauen, was ist denn Freitag für ein da Tiefflieger? vielleicht nochmal eine Horror Night, mal gucken. Und ich habe überlegt, eventuell morgen früh nochmal hier AskFM anzuschmeißen. So von wegen Sachen, die ihr schon immer mal wissen wolltet. Und dann suche ich mir da Fragen raus. Mal gucken. Kann ich ja im Vlog auch nochmal mit reinbauen. Oder? Das ist doch eine Idee. Ja, Freitag muss ich dann gucken, was ich spiele. Jetzt Freitag. Ja. Ob es das wie gesagt, das Horrorspiel mache ich dann höchstens am Horrorfreitag. Ne? Muss ich da mal schauen. So, was haben wir hier noch? Also, der Streaming-Titel ist doch schon. Ja. Ist Oskar eigentlich noch eingeloggt? Ach, guck mal, ich kann den Drachen. Ja, yeah, ich kann meinen Drachen fliegen. So, wie war das jetzt mit dem... Ja. Aber wenn ich einen Horrorabend mache, ich glaube, das Spiel, was du mir gesagt hast, ist auch nicht so ewig lang. Da werde ich dann wohl mal gucken. Ach komm, wir machen mal eben die Rundstadt. Sollen wir mal eben die Stadtführung mitmachen, bevor ich hier Berufe lerne? Dann kannst du das mal sehen. Dann zeigen sie nämlich hier einmal die ganze Stadt und erzählen ein bisschen was. Bevor du dann auch bald... Huch, jetzt hört er nicht mehr auf zu laufen. So. Was kann ich für euch tun? Mit Dadal. So, dann muss ich einmal hier rein. Adal. Komm mal, Adal, erzähl mir ein. Und das hier ist... Katka, den treffen wir im aktuellen Dings ja auch. Der erzählt kommt mir jetzt ein. Das wird nicht lange dauern. Das ist eine Lüge. Ne? Der Diener führt uns nämlich jetzt hier einmal durch die City und erzählt uns irgendwo was. Und es dauert doch länger. So. Ach ja. Nee, aber ich muss mal gucken, wie das jetzt die Woche ist. Was, wann, wie, wo. So, war einst die Hauptstadt der Draenei. In dieser Welt, ihr Name bedeutete Stadt des Lichts. Als die brennende Legion die Orks gegen die Draenei hetzte, brach die schlimmste Schlacht hier aus. Haben mit Klauen und Zähnen gekämpft, aber schließlich fiel die Stadt doch.
Ja, das kann ich gar nicht so schnell lesen, wie das hier durch switcht. Ja. Die besteht hauptsächlich aus Flüchtlingen. Aus allen Kriegen. Deswegen gibt es hier so viele Rassen. So. Und er führt halt einmal hier durch. Hier sind halt die ganzen Drachen, ne? Wo ich ja auch alle von habe. Ich habe mir damals, glaube ich, den blauen hier zuerst geholt. Den dunkelblauen. Na, und... So, hier ist, glaube ich, das Kinderheim. Irgendwie sowas. Ach, guck mal, die Markierung geht gerade schon wieder nicht. Eigentlich kann man draufhalten, dann sieht man, wer es ist. Die Naru haben uns nicht vergessen. Hallo? Na? Jetzt zeigt er uns die Aldor und die andere Fraktion hier. Ja, ja. Rot, ist das super? Wie rot ist super? Hä? Wo bist denn du gerade? Hier sind die Vogelmenschen. Upsala. Roter Drache. Ja, die habe ich auch. So. Hier waren die Seher. Oh, guck mal, Dunkelmond. Hier kann ich zum Beispiel die Raketen, die ich vorhin gekriegt habe, hochsteigen lassen. Wo ist er denn jetzt? Da. Ich komme nicht hinterher, warte. So. Und man muss sich am Ende dieser Führung, oder man soll sich am Ende dieser Führung für eine Fraktion entscheiden. Also, ich bin auch Held von Shadrath. Da bin ich von beiden Seiten mal ehrfürchtig gewesen. Das Schöne ist, dadurch, dass sie jetzt fliegen kann, hat sie jetzt auch die ganzen Flugtiere hier mit drin, ne? Mit euch seid ihr. Und willkommen in Shadrath. Das Geile ist, wenn du in den Städten bist, zum Beispiel hier Dalaran oder so, die begrüßen dich. Die sprechen dich mit Namen an, ne? Wenn du hier, den Erfolg hast mit dem Ruffrack, ehrfürchtig und solche Sachen, dann sprechen die dich in den Hauptstädten mit Namen an. Also Aufstellung, um die Terrasse des Lichts zu verteidigen. Na? Der erzählt halt jetzt gerade die Story, die wir, glaube ich, jetzt aktuell gerade spielen. Meine Volksleute und ich sind hier, um euch zu dienen. So, mit hin. So. Ach komm, schieb an. Komm, komm, komm. Schneller. Komm, komm. Lauf, lauf, lauf. Wenn die Quest keine EPs geben würde, würde ich sie nicht machen. Weil das ist das Nervtötendste, was du hier machen kannst. Ach, Tyriels Ross fliegt auch. So. Ja, sieht ja auch stylisch aus mit den Flügeln, oder? So. Jetzt erzählt er, glaube ich, ja.
Was? Wir sind wählerisch, wenn es um unsere Freunde geht. Denkt ihr, ihr habt was dazu... Achso, das war eine Seherin. Das ist einmal die andere Fraktion. Na? Die Sache war halt auch die, wenn du dann dementsprechend den Ruf hattest, konntest du halt ins andere, auf die andere Etage nicht draufgehen. Die haben dich da runtergeholt früher. Und die haben, du konntest halt dieses auch hier, dieses kleine Haus da hinten, wo das Aha und alles drin ist, das konntest du von der anderen Fraktion nicht nutzen. Bei meinem Schamanen ist das egal. Ich glaube, der hat bis heute keine Fraktion gewählt. Weil das habe ich alles mit meinem Druiden gemacht. So. Die Quasseltante. Es dauert nicht lang, weißt du? Es dauert nicht lang. Wir sehen, wie es gerade nicht lange dauert. Wie lange machst du noch, Christel? Im Moment noch gar keine. Der zeigt mir gerade erst alles. Ich habe noch gar nicht gewählt. Oh, hier waren damals die besten Sachen zu kaufen. Bei dem hier. Stufe 70. Oh, guck mal. So. Armeen und als bevor sie den Schattenmond. Hier gab es auch mal einen Erfolg, den Hand von Nadal, den hab ich zum Beispiel nie beendet. Wohlwollen einiges. Müsst ihr den Hass der anderen im Kauf nehmen, genau. Na? Ja, ich bin jetzt auch 60, also eigentlich würde ich jetzt auch fast sagen, ich mache jetzt gleich Ende. Dann mache ich noch das Optionshaus, aber das muss ich nicht live im Stream machen. Viel Glück und willkommen in Chatrat. So, jetzt kann ich hier runtergehen. Jetzt fragt er mich. Ja, weil dann würde ich auch langsam ausmachen, weil ich stream jetzt seit 7 Uhr. Ich glaube, so langsam reicht es. Am Wochenende artet das immer so aus. So, Quest beenden. So, welche Fraktion wollen wir? Aldor oder Seher? Aldor oder Seher? Aldor oder Seher? Ich glaube, ich nehme die... Nee, warte mal. Seid auf der Hut. Ich nehme die Seher, komm. Für Atze. Jawoll. Kommt heil wieder. So, dann können wir nämlich auch gleich oben hin, weil die hat ja das mit dem Berufen. Ne, wir waren ja, glaube ich, auch vorhin hier. Genau, hier waren wir ja auch wegen dem Berufen oben. Da sind ja auch die Bücher in dem Haus. Da müssen wir jetzt eh rein. Tipp, 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 tipp. Ja, weil du überlegst, wir haben jetzt gleich 3 Uhr. Ne? 20, 21, 22, 23, 24. 1, 2, 3. Das ist 8 Stunden Stream? Oder? Kommt das hin? Ich glaube, ne? Ja. Ein Arbeitstag. Schade, dass der nicht so bezahlt wird wie ein Arbeitstag. Schön wär's. So. Können wir noch zusammen ins Aha eben gehen. Sollen wir um 3 Uhr Schluss machen? Ja, ne? Machen wir um 3 Uhr Schluss. Oh, das wäre geil. Dann würde ich jeden Tag 6 bis 8 Stunden streamen. Oder jeden zweiten, glaub mir. Jeden zweiten würde, glaube ich, reichen.
Die ewige so, das Fordes Allianz. Was brauchten wir noch zum Skillen? So, wo ist es denn hier? So. Wir brauchen Fertigkeiten, werden erhöht, nicht erhöht. Zack. Was brauchen wir denn da? Wir brauchen Visionsstaub. Große Mystika. Große Mystische haben wir, glaube ich, sogar noch. Dann Seelenstaub, geringe Mystische, geringe, große. Gucken wir einfach mal, was kostet denn hier Visionsstaub? Das geht aber. Was haben wir denn noch? 67 Gold. Okay. Es wird ein bisschen knapp. Ich glaube, da müssen wir vorher wohl noch ein paar Klamotten verkaufen, wa? Wobei, wir können uns das ja einfacher machen. Das hier sind Sachen um die 50. Manchmal ist es billiger, die alten Klamotten, also billige Klamotten zu kaufen. Die hier für, wenn du hier guckst, das ist Stufe 17. Gibst du einfach mal hier ein. Na, kann man ja einfach mal gucken. Ab Stufe 35. Suchen. Und dann siehst du ja hier schon die billigen Sachen. Ich sehe jetzt gerade den Preis nicht, weil der Chat da drauf liegt. Moment. Ich muss mal den Chat rüberziehen. Mal eben den Chat rüberziehen. So. Komm mal her, Chat. Ja. Da. Chat, setz dich mal dahin. Manchmal hängt er ja einfach so ein Bild, ne? So. So. Zack. Und dann kann man halt hier gucken, was die ganze Krempe kostet. Und manchmal hast du wirklich billige Sachen dabei. Ja, das ist wieder zu hoch. Dann musst du halt gucken, Waffen oder... So. Und dann kannst du halt wirklich hier, zack. Weil es ist manchmal billiger, die Sachen selber zu entzaubern, anstatt dir das Material zu kaufen. So, Rüstung, Behälter, verbrauchbar. Rüstung war, glaube ich, nix, ne? Das ist blau und der ist zu hoch vom Level. Ja. Für den Sonnenbrunnen. Das Schöne ist, du hast gleich direkt hier vorne. Nee, ich entzauber die jetzt. Und ich verkaufe immer die Klamotten, die halt dann übrig bleiben. Aber die Sachen kann ich halt jetzt entzaubern, damit ich Material zum Skillen kriege. Na? Wobei, so wie es aussieht, könnte ich sogar fast kleinere Sachen noch nehmen. Um zu skillen. Machen wir doch einfach mal ab. Die finsteren Zeiten werden vorübergehen. Ab 15. Sollte fast auch noch reichen. Hier, zum Beispiel hier den ganzen Kleinscheiß, ne? Kannst du wunderbar entzaubern und dann... Muss man mal gucken vorher. Na, das hängt... Weil hier brauchst du zum Beispiel auch noch die kleinen der Seelenstaub. Und das kommt, glaube ich, alles so ab 15, 20. Und für 50 Silber hole ich mir die. Habe ich dann keinen Schmerz... Bin ich ganz schmerzfrei. Deswegen lohnt es sich immer, wenn du skillst, den billigen Kram ins AH zu setzen. Weil ich werde den ja auch immer los. Weil die Leute es einfach zum Skill nehmen. Ja. So, nehmen wir hier nochmal welche mit. Okay, dafür 2,99 war. Skillen ist, wenn du einen Beruf levelst.
Gegner, da sind halt diese Punkte, die ich da einmal gekriegt habe. Warte. Na, warte mal, das schwört nicht. Das ist zu teuer. Nehmen wir lieber Rüstung wieder. Die war billiger. Den blauen brauche ich nicht. 60, 18, 22, 21. Na, und ja. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Ja, der kommt immer. So. So, jetzt habe ich ein bisschen Material. Das kann ich jetzt entzaubern. Oft siehst du auch schon, wenn du drauf fällst. Na, jetzt hier nicht. Ich habe meine Add-ons nicht an. Was für Material ich rausbekomme. Und dann kann ich halt hier dran, siehste, dann ich stelle dann immer ein, Fähigkeiten erhöht. Und dann gehe ich. Es geht ja jetzt gerade nur darum, dass ich halt ein paar Skillpunkte höher komme. Damit ich halt hier die Sachen aus der Scherbenwelt entzaubern kann, weil sonst muss ich nochmal eine Runde zurück. Oder ich muss halt wirklich die ersten Sachen erstmal alle verkaufen und dann mir Material davon holen. Weil so wie ich gerade sehe, so viel kriege ich gerade nicht raus. Ja, hier, der 20er Kram. Ne, weil das hier kann ich alles nicht entzaubern. Ne, aber hier den 17, weil ich brauche halt die hier. Upsala. Jetzt müssen wir mal gucken. Material vorhanden. Kann ich das 6-mal machen? Das 6. Muss halt auch immer gucken, was halt viel gibt, ne? So, das ist jetzt hier Armschienen Willenskraft. Die kann ich mir dann nochmal da draufsetzen. Und die, das hier, hier unten siehst du ja die Skillpunkte. So. Das hat natürlich jetzt nicht den Erfolg gebracht, den ich gerne gehabt hätte. Weil manchmal überspringt er einen Punkt. Das ist nämlich das Problem. So, jetzt brauche ich natürlich irgendwas anderes. Geringe Ausdauer. Jawohl. Haben wir. Ne? Da muss man halt gucken. Ich denke mal nicht, dass wir die 10 noch voll kriegen. Die Sache ist die, wenn du levelst, wenn ich irgendwo bin, ich kann ja die Sachen nicht entzaubern, weil ich den Skill nicht habe. Ich brauche hier zum Beispiel 2,25, um die Sachen zu entzaubern. Na, das ist halt ziemlich doof. So, kann man hier halt bei Verzauberkunst gucken. Suchen. Ab 15, ja okay, das können wir mal rausnehmen, sonst klappt das auch mit der Suche. So, und dann gucke ich halt immer bei billig. Und das hier sind alles Sachen, die brauche ich noch nicht, das ist Pandaria. Auch himmlische brauchen wir noch nicht, das brauchen wir noch nicht. Die blauen, da sind wir drüber. Hier, geringe mystische, die hier zum Beispiel bräuchten wir. Gucken wir mal, was kosten die denn? Haben wir einmal hier. Und einmal hier. Und dann Visionsstaub vielleicht nochmal. Seelenstaub oder Vision. Manche Sachen sind auf unterschiedlichen Servern verschieden wert. Na? Okay, der ist gar nicht drin.
Dann holen wir uns mal die anderen. Und dann schauen wir mal, was wir da oben noch lernen machen können. Nehme ich das mal. Das ist zu weit entfernt. Ich nehme das jetzt mal mit. Mit nach oben und dann gucke ich mal am Buch. Und das kannst du halt mit allen Sachen machen. Du kannst theoretisch, wenn du in hinterher in Pandaria bist, in World of Draenor, kannst du auch Berufe von 0 auf Vollskill machen. Weil die Rezepte zählen von klein auf. Aber wenn man unterwegs ist, möchte man ja auch naja, man muss nicht unbedingt, aber man kann halt Geld verdienen damit. Ja, wir haben 3 Uhr. Gut, Crystal, ich danke dir fürs Dasein. Und wir hören uns vielleicht morgen oder so, ne? Schlaf gut. Oh, immer wieder gern. Das kann ich nicht benutzen. Ja. Große Verteidigung. Gehört eigentlich nicht drauf, aber... Bis morgen. Nacht. Danke, wünsche ich dir auch. Nachti. Nacht, Oskar.